Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich mach mein Handy lautlos und wir gehen dann wieder weiter, wo wir aufgehört hatten. Kann man hier eigentlich runter? Kann man, ne? Aha. Aber wo komme ich denn dann da hin? Kann ich da dann wieder hoch? Sollen wir dann mal runtergehen? Ich glaube, da kann man hochklettern. Cool. Ja, gut zu wissen. Dann gucken wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Das könnte man nämlich relativ leicht übersehen, wenn man da nicht aufpasst. Könnte man doch glatt eine Kiste irgendwo verstecken, oder? Wir sind auf jeden Fall bei Varuta und sind dabei, alle Kontrollpunkte zu aktivieren. Dafür müssen wir die aber erstmal alle finden. Also wir haben ja die Karte, klar, von Varuta und wir können Varuta auch steuern. Aber schade, überhaupt nichts hier. Verdammt. Ich dachte, ich würde hier irgendwas Cooles finden können, aber leider ist das nicht so. Da hinten sehen wir auch den Steg, von wo wir kommen. Und das Wasser hier ist verdammt tief. Ich kann hier übrigens auch keine Amiibos einscannen. Haben wir auch schon etwas länger nicht mehr gemacht. Deswegen ja, bin ich im Part ein wenig... Ach, nicht im Part, sondern offscreen. Von hier weg teleportiert. Und dann habe ich da mal ein bisschen eingescannt. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Ja, super, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Was bringt denn das? Wir haben keine Augen mehr, die wir abschießen können. Wir könnten da hinten auf der anderen Seite weiter hochgehen, oder? Ansonsten sehe ich gerade keine Option, hier irgendwas zu erreichen. Ja, hier können wir doch weiter. Was ist das denn da oben? Da sieht man so gar nicht, wenn man ranzoomt. Ah, da oben ist ein Auge. Da oben ist ein Auge. Besiegt. Ja, nach diesen Augen müssen wir Ausschau halten. Weil ich glaube, wir müssen die alle entfernen. Um hier wirklich... Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Und hier ist so ein Kontrollpunkt. Wahrscheinlich muss das Ding irgendwie gedreht werden. Wie kriege ich das denn hin? Wie kriege ich das denn hin? Ich könnte lediglich das da hinten wieder aufhalten. Indem ich... Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß was. So, wenn wir jetzt irgendwie da drauf kommen, ja? Kommen wir da hinten irgendwie drauf? Das dürfte schwer werden. Dann könnten wir da rüber laufen, über das Draht, hier drauf klettern vielleicht. Oder? Nee, auch irgendwie nicht, ne? Egal, ich geh erstmal hier rein. So, ich konnte ja mit dem Teil hier irgendwas machen, ne? Warte mal. Mit dem nicht, okay. Also mit dem hier. Dann würde ich sagen, erstmal aktivieren. Dann hauen wir da doch mal drauf. Aha, okay. Das bewegt sich dann in diese Richtung. Das muss wahrscheinlich da drauf liegen bleiben, ne? Und die Kiste, da muss... Ja, das muss auch komplett oben stehen. Habe ich irgendwas übersehen? Also hier im Wasser gibt es nichts mehr. Da hochkommen ist auch irgendwie schwer. Weil hier komme ich ja nicht hoch. Also gerade stehe ich so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen auf dem Schlauch. Wenn wir von da hinten hier runterfliegen, das wird wahrscheinlich nichts bringen, aber das könnten wir noch ausprobieren. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang laufe? Hier können wir auf jeden Fall klettern. Das dürfte von Vorteil sein. So. Wo sind wir jetzt?
Wahrscheinlich wieder an einem Ort, wo der uns überhaupt gar nichts bringt, ne? Verdammt, ey. Kann hier halt auch echt nicht klettern. Das ist ein Problem. Übersehe ich irgendwas? Seht ihr irgendwas, was ich nicht sehe? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Das bringt mir jetzt richtig viel. Verdammt, ey. Hab ich da gerade eine Kiste gesehen? Hat irgendwie das Gefühl, dass da eine Kiste war. Vielleicht müssen wir aber auch jetzt mit Varuta interagieren, indem wir, keine Ahnung, den Rüssel einfach mal ein wenig hochstellen. Aha. Die Animation, die Karte da unten bewegt sich auch mit. Das ist cool. Was passiert jetzt? Gar nichts. Wo steht der Rüssel jetzt? Nicht hoch genug wahrscheinlich, ne? Ja. Das könnte die Lösung sein. Dass hier dann Wasser reinfällt. Und das Rad sich anfängt zu bewegen. Aha! Machen wir das mal, bis die Kugel oben steht, ja? Machen wir einfach jetzt mal Schluss damit. So. Jetzt steht das Ding, ne? An die Kiste kommen wir leider noch nicht dran, aber hier können wir... Holy fuck. Das könnte gefährlich enden. Wenn wir uns hier reinstellen und das mal auf volle Pulle ballern. Ich weiß nicht, wie rum stehen wir denn jetzt? Also das dreht sich so rum, dann würden wir weiter hochdrehen. Okay, dann probieren wir das nochmal auf die Höhe ungefähr war es, oder? Ich sehe gerade echt irgendwie gar nichts. Ja. Das sieht gut aus. So, jetzt können wir das hier aktivieren. Aber wie komme ich denn an die Kiste dran? Das weiß ich immer noch nicht. Es sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Ja, nur noch ein bisschen. Jetzt sind wir wieder hier. Die Kiste ist jetzt auch fast da. Nur checke ich absolut nicht. Wie soll ich jetzt an die Kiste drankommen? Guck mal, jetzt haben wir das Ding aktiviert. An die Kiste kommen wir trotzdem noch nicht ran. Können wir irgendwie... Ah. Vielleicht müssen wir das hochschlagen und dann ganz schnell... agieren. Ja! Nice. Jetzt müssen wir nur ganz schnell wieder weg, ey. Au. Das tat weh. Aber diesen Teil hätten wir dann jetzt auch schon mal gelöst. Das Eis da hinten ist gebrochen. Ist da ein Auge drauf? Kann das sein? Nur so ein bisschen Schleim immer wieder, ne? Okay, Kontrollsiegel. Wo ist denn jetzt noch eins? Irgendwo da oben. Wir können das Rad drehen. Ich würde sagen, wir stellen einfach den Rüssel mal komplett hoch und gucken mal, was dann passiert. Oder hat sich jetzt irgendein Tor geöffnet oder so? Achso, so dreht sich das an andersrum. Und es ist aber leider nicht möglich, auf einem dieser Teile zu landen, richtig? Was ist denn das da vorne eigentlich? Ja, können wir auch nichts mitmachen, schade. Okay.
Das ist also nur aktiv. Ich mache das mal wieder aus. Damit das der Kontrollpunkt aktiv bleibt. Das ist echt nicht einfach gerade, ne? Das ist gerade echt nicht einfach. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Das könnte vielleicht doch klappen, dass ich mich da einmal so hoch beziehungsweise drauf fliege. Da auf so ein Rad. Wenn ich von hier losfliege, ja? Dann könnte ich doch tatsächlich hier landen. Oh, da ist eine Kiste. Oh, nice. Also hier drauf wären wir schon mal. Kiste Nummer 2. Haben wir. 100 Rubine. Sehr cool. Okay, was können wir jetzt machen? Wie kommen wir weiter? Das hier scheint uns irgendwie gar nichts zu bringen. Das ist das Teil, wo wir am Ende hin müssen. Ist da ein Auge? Ja, da ist ein Auge. Verdammt. Nicht getroffen. Was passiert denn, wenn ich das Teil treffe? Ach, da ist auch eine Kiste. Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Das heißt, da müssen wir auch irgendwie drauf kommen. Da müssen wir irgendwie drauf kommen. Das dürfte nicht so einfach sein. Aber wenn wir mit dem Modul das passend anhalten, dass wir dann darüber laufen. Und ich halte das jetzt mal an. Ja, dann könnte das vielleicht funktionieren. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das Teil drehen lasse, ja? Komm, Varuta, spritz dein Wasser. Okay, das war noch nicht hoch genug. Nächster Schritt. So, jetzt dreht er sich. Ich habe halt absolut noch keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Auf die nächste Etage. Ja, wenn ich von hier... Doch, vielleicht könnte ich von hier drauf. Ja, das ist eine gute Idee. Warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Okay, warten wir mal auf die Kiste und dann gehen wir mit. Ja, oben an der Decke, ne? Da ist er. Okay. Das ist unser Brett, wo wir drauf müssen. Ah, warte mal. Jetzt können wir da wahrscheinlich dran. Jeden Moment. Das Wasser könnte uns vielleicht treffen, aber das ist mir egal. Komm schon, mach die Kiste auf. Ja, Mann. Und so kommen wir auch hier hin. Ah, cool. Okay, dann heißt es jetzt schnell darüber. Oh. Hau ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Okay, erstmal in Sicherheit begeben. Und dann nehmen wir uns einen schönen Pfeil und machen mal Kaboom. Jetzt gehen wir hin und schlagen noch einmal drauf. Oh, das hat aber lange gedauert jetzt. Okay, jetzt sind wir schon mal hier. Haben wir das Teil schon mal fotografiert? Ich vergesse es immer, die Sachen zu fotografieren, ey. Das müssen wir konsequenter machen. So, was ist das denn hier? Was ist das denn? Okay, wenn man da was draufstellt, dann kommt dort Wasser raus. Wo wir theoretisch hochschwimmen können. Jederzeit. Achso, aber das bleibt jetzt aktiviert. Cool, also jetzt können wir jederzeit hier hoch. Jetzt müssen wir noch... Ich will einmal kurz hier schauen. Einfach nur wegen der Vollständigkeit. Nicht, dass wir hier irgendwas... Ja, gut gemacht. So, dann noch einmal hier hoch. Da hinten ist auch nichts mehr drauf, ne? Wir wollen... Da ist eine Kiste. Aber komme ich jetzt so wahrscheinlich nicht hoch, ne?
Naja, niemals. Okay, gehen wir erstmal weiter hier rein. Hier müsste ja irgendwo, wenn ich... Über mir müsste jetzt ein Kontrollpunkt sein. Ja, langsam aber schleppend geht es voran. Was haben wir hier? Das ist jetzt vermutlich der Rüssel. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Nee. Quatsch. Das ist überhaupt nicht da, wo ich hin will. Wir müssen noch eigentlich ein hoch. Ich mach mal den Rüssel runter. Einfach mal so. Und dann gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Kiste drauf. So. Das Auge da ballern wir mal weg. Komm her. Die Kiste gehört dann auf jeden Fall schon mal uns. Das ist nur die Frage, wie komme ich da hinten die eine Etage her? Komm, Link, du schaffst das. Da hoch. Ja. Yeah. Und öffne die Kiste. Vielleicht ist es sogar klüger, erst hier rauf zu gehen und dann da oben irgendwo rein. Ist ja da... Hey, wo soll man denn da rein? Ich weiß es gerade nicht. Machen wir den nochmal ein Stückchen weiter runter. Gucken. Wo wir dann hier hinkommen. Gar nicht. Ich komme hier nirgendwo hin. Warte mal. Da hochklettern wir uns halt auch nicht, aber... Vielleicht wenn wir dann von da oben runterfliegen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wie es gerade steht, da hochkommen. Wenn wir den vielleicht doch nochmal ein bisschen hoch machen. Weil bloß, wow, nicht zu viel. Obwohl. Dann ist das ja auch, vielleicht sind genau dafür die Stufen da. Wir probieren das nochmal aus, warte mal. Wir haben ja Zeit, ne? So, ich gehe jetzt nochmal da so weit es geht nach oben. So. Stell mir einfach mal zur Kiste. Vielleicht reicht das ja schon. Hier müssten wir ja dann gut stehen. Jetzt mache ich das Ding mal hoch, ja? Erstmal so, auf diese Höhe. Gucken, was dann passiert. Wenn wir runterfallen, ist ja nicht schlimm. Wir auf jeden Fall schon mal sehr hoch. Ich hoffe, wir können hierdurch irgendwie höher kommen. Verdammt, das hat wohl leider nicht gereicht. Hätte ich wohl eher irgendwie losfliegen sollen. Okay. Das braucht wohl ein paar Versuche, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Dann fliegen wir von hier aus jetzt mal. Entweder müssen wir in den Rüssel oder wir müssen auf den Rüssel da hinten drauf. Versuchen jetzt einfach mal da drauf zu fliegen, auf diese Plattform, die da ist. So. Wo ist denn hier eine Kontrolleinheit? Wo ist hier eine Kontrolleinheit? Das checke ich gerade nicht. Das muss da drinne sein, oder? So, ein Stück hoch bitte. Gucken wir uns das mal genauer an hier. Noch ein hoch. Aha, hier ist das Teil. Okay, gefunden. Dann macht das mal noch ein bisschen höher. Damit ich damit arbeiten kann. Ja, ich glaube, das reicht noch nicht ganz. So, und jetzt können wir diesen aktivieren. Chica-Stein erkannt. Noch ein Kontrollsiegel. Ja, keine Sorge, Mifa, das kriegen wir auch noch. So, ich würde mal behaupten, dass wenn wir jetzt das Ding komplett hochstellen,
Was wir dann eine ziemlich gute Ausgangsposition haben für einen Flug. Guck mal. Was ist denn das denn? Da ist ja ein Auge. Was machst du denn da? Ist auf der anderen Seite auch. Da auf der anderen Seite ist auch noch eine Kiste. Okay, das Auge hat also diese Kiste hier beschützt. So, jetzt sind wir auf Varuta drauf. Ist schon die dritte oder vierte Kiste hier, ne? Sehr cool. Kann man hier auch gucken, ob man die... Ja, kann man leider nicht gucken. Wenn das alle, ob man alle gefunden hat. Da ist auch noch eine Kiste. Aber ich werde jetzt erstmal langsam hier runtergleiten. Und gucken, dass ich das letzte Kontrollsiegel kriege. Weil diese Kiste da unten, die kann ich mir auch beim Runtergehen noch holen. Na, was haben wir denn hier? Autsch. Okay, also es gilt irgendwie... Da ist wieder ein Auge. Das Feuer zu löschen. Also da... Wir müssen irgendwie das Wasser hier reinbekommen. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Okay. Da habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Kann man hier irgendwie... Doch, ich kann hier hoch. Super. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... etwas, das wir auf jeden Fall drehen können. Das bringt... Ach so! Damit kann ich... scheinbar... eine... Luke... öffnen. Und dadurch können wir... Ich nehme mal an, Wasser reinlassen. Das wäre doch mal praktisch. So, da muss Naruto wahrscheinlich den Rüssel ein bisschen zurückziehen. Dann noch geht das Wasser da hinten hin. Noch weiter zurück. Na, so vielleicht. Na komm. Ja, das war schon zu weit. Schon, zeig uns dein Wasser. Ja, ich würde sagen, das war genau richtig. Das Geräusch bestätigt das nochmal. Aktivieren wir den letzten Kontrollsiegel. Das letzte. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Ja, Mifa, das ist fast richtig. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Okay. Aber bleib wachsam. Natürlich. Aber vorerst würde ich mir gerne noch diese Truhe hier gönnen. Ritterhellbarde. Dafür machen wir Platz. Diese Äxte, die benutze ich irgendwie nie. Aber ich behalte sie einfach. Also diese Wächter-Echse, ne? So, jetzt müssen wir... Ich gucke mir nochmal die Karte an. Einfach nur noch runter. Da, wo wir halt schon mal waren. Ja, verdammt, ich dachte, wir könnten sofort da hinten hinfliegen. Aber... jetzt mit X. Das war wohl nix. So, hier müssen wir jetzt hin. Hallöchen. Steuerungseinheit? Ne, was war das? Wie hieß das Ding hier? Okay. What the fuck? Ganons Wasserflug. Peiniger des Titanen Varuta. Was? Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren
es mich. Nein. Vor 100 Jahren hat es dich... Aber du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Warum hat es eine Wächterwaffe? Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Okay, dann würde ich sagen... ab geht die Post. Rüsten wir uns erst einmal aus, ja? Wir wissen nicht, was er für Schwächen hat, aber wir fangen einfach mal mit den Blitzpfeilen an, weil die brauchten wir draußen schon. Dann würde ich sagen, greifen wir zum Gerudo Zweihänder. Rüstungsmäßig, ja, auf jeden Fall noch dieses Schild. Und, ja, ich weiß nicht, welche Rüstung sollen wir nehmen? Nehmen wir diese komplette? Plus das? Dann müssen wir eigentlich den größten Schaden wegstecken. Dann würde ich sagen, heilen wir uns noch und geben uns irgendeinen Boost. Vielleicht, ja, Angriffsboost könnte gut sein oder halt einen Verteidigungsboost. Nehmen wir mal diese Kraftmedizin. Und dann essen wir noch einen Fisch. Zwei. So. Das geht ab. Okay, ein bisschen Schaden haben wir ihm schon mal gemacht. Wir können ja einfach mal austesten, welche Pfeile so am meisten Schaden machen. Warum macht er denn nichts? Ist der am Rumbacken oder? Wow! What the hell? Okay, das hat leider keinen Schaden mehr gemacht. Bam! Also die Pfeile, die machen ordentlich Schaden. Oh, Mist. Was soll das? Ich denke, Fernkampf ist hier die richtige Wahl. Oh, Mann! Ah. Im richtigen Moment noch geschossen. Was passiert jetzt? Oh nein. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Okay, ich werde aufpassen. Keine Sorge. Oh shit, das verfolgt mich, so wie draußen. Das hätte ich wissen müssen. Oh, fuck, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Okay. Was zieht eigentlich ein normaler Pfeil ab? Auch schon ordentlich was, ne? Und zack. Du kriegst hier Pfeile ohne Ende. Und letzter Pfeil! Okay, das war recht einfach. Aber es war auch der erste Titan, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob es das schon war. Vielleicht kriegt er jetzt noch eine Stufe oder so. Aber aktuell sieht es eher so aus, als hätte ich ihn besiegt. Den Wasserfluch. Ja, wir kriegen einen Herzcontainer. Da sage ich nicht nein. Nehme ich den doch mal. Yay. Sehr cool. Und was ist das jetzt hier? Muss ich das nochmal aktivieren? Weil es jetzt befreit ist? Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Warte, erstmal abbrechen. Können wir hier noch irgendwas
finden. Wir können die dann nicht mehr betreten. Das ist irgendwie... irgendwie schade. Ja. Ich hoffe mal, dass wir alle Kisten gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich aktiviere es jetzt einfach. Ja. Nein! Aha. Ja, aktivieren. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit und Ruta zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals, diese Zeit ist vorbei. Mipha, Recke der Soras. Ich habe keinen Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Miphas Gebet. Diese ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link! Bitte hilf ihr! Bitte! Rette die Prinzessin! Was war das jetzt? Ja, krass, dass sie hier als ruhelose Seele gefangen war. Deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht?
Ich war keine sehr gute Tochter. Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich wünschte, ich hätte ihn noch einmal sehen können. Mifas Gebet enthält die heilende Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt. Sogar über das Maximum hinaus. Puh. Joa, ich würde mal sagen, das war ein bisschen Storytime. Storytelling. Schön, dass wir sie auf jeden Fall befreit haben können. Aber warum ist sie nicht noch eben hier vorbeigekommen, um ihren Vater noch einmal zu sehen? Das verstehe ich nicht ganz. Aber wir haben die Titanen wieder erobert und er ist jetzt auf unserer Seite und steht irgendwo dort oben auf einem Berg und greift da oben und greift das Schloss Hyrule an, beziehungsweise Ganons Verheerung. Sehr cool. Vielleicht ist sie dort oben gefangen, ich weiß es nicht. Schade, dass alles so irgendwie ein Ende nehmen musste, aber ich finde es auch super gut, dass wir jetzt was von ihr bekommen haben, was uns auf unserem Weg noch begleiten wird. So wird sie auf jeden Fall niemals in Vergessenheit geraten. Mal abgesehen von der Statue. So, ja, ich würde sagen, hier im Dorf der Soras werden wir uns dann im nächsten Part mal ein bisschen genauer umsehen. Sie haben bestimmt jetzt ein bisschen was zu erzählen. Ich mache mir hier aber erstmal einen Cut. Falls euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Tipps in die Kommentare und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild.